Wow, wer hätte das gedacht? Heute gibt es zur Abwechslung mal etwas zu feiern. Denn die bis hierhin von mir immer als Fernostzeug abgestempelte Marke Oppo launcht heute deren neue Find X2-Serie bei uns in Deutschland und dreht damit den Premium-Regler auf Anschlag. Passend zu diesem Anlass habe ich alle drei Geräte der Reihe schon ausprobieren können. Da aber drei Geräte niemals vernünftig in ein Cinematic Review passen, freut euch heute über noch eine Premiere. Unser erstes Cinematic Preview. Also, hey, ihr aus eurer Körperbehaarung, Pullover strickenden Sensationsgeilen. Heute gucken wir uns ein Phänomen an, das sich Entwicklung nennt. Von Knausern zu Mausern. Oppo legt mittlerweile einen Speed an den Tag, dass selbst Huawei blass vor Neid wird. Also gucken wir uns deren sage und schreibe drei Telefone an. Das Oppo Find X2 Lite, das X2 Neo und das X2 Pro. Herrlich, als gäbe es nicht schon genug Smartphones in tausenden Kategorien unterteilt. Aber ich lasse mich gern von legitimen Daseinsberechtigungen überraschen. Also lass doch mal gucken, was wir da haben. Also einmal das X2 Lite für 500 Geld. Irritierender Name, denn trotz Lite bekommt ihr 6,4 Zoll AMOLED-Display, 128 GB Speicher, 8 GB Arbeitsspeicher, 48 Megapixel, vierfach Hauptkamera, 4025 mAh Akku mit WUK-Schnellladen und ein Snappy 765 mit fucking 5G. Warte, was? Ja, das ist die Lite-Version. Was zum Fettfinger haben denn die anderen beiden? Nun, pass mal auf. Die nächste Variante, das X2 Neo für 700 Geld, gönnt sich ein 6,5 Zoll OLED mit abrollenden Kanten, 90 Hertz Bildfrequenz, 256 GB Speicher, 12 GB Arbeitsspeicher, auch 48 Megapixel, vierfach Hauptkamera, aber mit viel mehr Software-Features, auch 4025 mAh Akku, auch WUK 4 und auch ein Snappy mit 5G. Was zum... Und was kommt jetzt? Nun, Oppos Top-Teil für stolze 1200 Geld. Das X2 Pro, das kann hiermit angeben. Ein 6,7 Zoll OLED-Display mit 1200 Nits, 3K-Auflösung, 120 Hertz, jedoch ohne Kompromiss im Gegensatz zu Samsung, 512 GB Speicher, 12 GB Arbeitsspeicher, 2 48 Megapixel Hauptkameras und 13 Megapixel Periskop-Objektiv mit 60-fach Zoom, 4260 mAh Akku und Super WUK 2 Schnellladen. Ach ja, und ein Snappy 865 mit 5G. Mann! Jesus, was sind das denn für Abstufungen? Von viel zu noch mehr. Okay, kurz runterkommen. Es gibt natürlich auch immer einen Haken. Falls ihr Fans von kabellosem Laden seid, kann euch keines der Telefone helfen. Na, der Tod musste hier gestorben werden, um mit bis zu absurd heftigen 65 Watt beim Pro schnell laden zu können. Und falls ihr immer noch Fans von Klinkenanschluss-Kopfhörern seid, kann euch nur das X2 Lite befriedigen. Beim ersten Ankrabbeln jedes Telefons fällt auf, das Lite fühlt sich klassisch an. Ist auch etwas rundlicher. Das Neo ist dagegen deutlich dünner und kantiger. Manche würden schnittiger sagen. Das Pro ist, trotz runder Kanten, wiederum sehr voluminös. Das ist aber nicht das gleiche wie handschmeichelnd. Man merkt inzwischen aus Erfahrung allein durchs Anfassen sofort, wofür jedes Telefon gedacht ist. Das Lite ist ein optimaler Preis-Leistungs-Kompromiss, das Neo ist der Allrounder und das Pro ist voll mit Technik, die wie immer Platz braucht. Aber warte, Telefon aus Fernost? Das hatten wir doch schon, da läuft doch nichts drauf. Oh doch, Color OS 7 auf Basis von Android 10 mit allen nur erdenklichen Google-Apps und Services, weil die meisten von euch ja so abhängig davon sind wie nach warmem Bier zum Feierabend. Immerhin legt Oppo zu einem sonst cleanen System noch eigene Apps mit rein, wie die Spielecke GameSpace oder Oppo Relax, die zu sonst teuren Kauf-App-Varianten schon Entspannungsmöglichkeiten out of the box mitbringt. Für uns als dauergestresste Fachidioten perfekt. Aber am Ende ist es völlig egal, mit welchem Telefon ihr liebäugelt. Auf allen läuft im Alltag performance-technisch alles ohne wahrnehmbare Kompromisse. Ich meine, die sind doch schon hochgezüchtet. Nur eben manche Apps oder Spiele profitieren von den höheren Bildfrequenzen im Neo bzw. Pro. Oh, apropos Bild, das Display des Pro-Modells hat, ganz Apple oder OnePlus-like, einen eigenen Controller. O1 Ultra Vision Engine heißt das Ding und sorgt für das Interpolieren von Inhalten auf 60 bzw. 120 Bildern pro Sekunde bzw. HDR. Also etwas, was ich bei Fernsehern sofort ausstellen würde, weil das Bild nur verschlimmbessert. Hier funktioniert das Feature aber angenehmer als gedacht. Kann an der Bildschirmgröße liegen oder vielleicht tatsächlich an guter Software. Für mich aber nix. Ich gucke Inhalte gerne in ihren angedachten Formaten. Sieht einfach besser aus. Okay, wie sieht's denn mit den Kameras aus? Auch hier gibt es Unterschiede. Das X2 Lite ist die Kamera für den Casual-Knipser, ohne viel Schnickschnack. Kommen gute Bilder bei rum, egal ob im Dunkeln oder Hellen.
Wer mehr möchte, muss zum Neo oder Pro greifen, wobei sich die beiden kameratechnisch gar nicht mehr so krass unterscheiden. Zum Pro greift ihr, wenn ihr super lange Zooms braucht, um was auch immer hinterher spannern zu können, oder für maximale Auflösung, wenn es um hybride Fotografie geht. Denn geile Features wie zum Beispiel Ultra Steady Video 2 haben alle Telefone der X2-Reihe. Tatsächlich mit einer der besten Bildstabilisierungen, die ich in Smartphones gesehen habe. Die Eröffnungssequenz von diesem Video hier zum Beispiel ist genau in diesem Modus gedreht worden, ohne etwas im Nachhinein an der Bewegungsstabilisierung verändert oder hinzugefügt zu haben. Das ist bei so einem schäbigen Sanduntergrund schon enorm geil. Und last but not least, das noch am meisten unterschätzte Feature, 5G. Zumindest hier bei uns in Deutschland. Wir haben halt noch kein flächendeckendes 5G, aber da wo es geht, also in bisher etwa 10 Großstädten, funktioniert es schon wunderbar und hat bisher keinen Bill Gates am Turm lecken lassen. Alle X2-Varianten sind mit 5G ausgestattet und sind pervers performant. Teilweise flotter als in Huawei-Geräten, und das darf schon was heißen. Aber 5G ist kein Schwanzvergleich, wer den schnellsten Speed hat. 5G wird eure mobile Erfahrung auf ganz andere Art und Weise beeinflussen. Ich meine, ich habe dazu schon ein paar Inhalte gemacht. Ihr könnt euch jetzt meine Infokarte und eine Videobeschreibung angucken. Doch es ist halt so. Gerade bei Smartphones oder auch einfach mobilen Gadgets werdet ihr beispielsweise mit so geringen Latenzen zocken können, als säßet ihr vor eurem PC zu Hause. Ärzte könnten in Echtzeit einen Roboter für eine Not-OP am Handy steuern, oder ihr könntet in Echtzeit per haptischem Feedback mit eurer Crush aus der Entfernung Liebe machen. Telefonliebe 2.0 sozusagen. Die Möglichkeiten von 5G werden absurd geil. Es bedarf nur eben noch Zeit. Und die Oppo-Geräte sind schon damit ausgerüstet. Manche würden es zukunftssicher nennen. Noch irgendwas vergessen? Ach ja, überall Fingerabdrucksensoren im Display, überall Bluetooth 5.1 und auch mal Lautsprecher, die nicht klingen wie Scheiße und den für mich immer noch am besten klingenden iPhone-Lautsprechern Konkurrenz machen. Zumindest beim Neo und Pro. Apropos Pro, da gibt's auch noch Wi-Fi 6. Tja, und? Was heißt das jetzt alles zusammengefasst? Nun, Oppo ist endgültig im Premium-Segment angekommen, aber mit, im Gegensatz zu anderen, nicht ganz so Premium-Preisen. Deren Flaggschiff ist natürlich pricey, weil da auch die Technologie drin steckt, an der sich dann andere wieder bedienen. Aber das Neo und das Lite kann man sich, vor allem aufgrund von ColorOS, mit gutem Gewissen gönnen. Und weitere Videos zu den einzelnen Dingen, die ich hier erwähnt habe, des Smartphones, wird's noch geben. Hab Bock! Aber vorher für euch noch eine andere Kleinigkeit. Das war schön. Und zum Schluss, wie immer, ein Video mit der Frontkamera. Vom X2 Lite, X2 Neo und X2 Pro. Und für euch zum Schluss auch noch eine kleine Überraschung, denn ich habe nochmal alle drei Modelle hier. Und ihr habt jetzt die Chance, jeweils eines dieser Telefone abzustauben. Und wie ist ganz einfach? Postet einen Kommentar, einen vernünftigen Kommentar mit eurem Wunschmodell, also X2 Lite, Neo oder Pro. Und schauen wir mal bis in einer Woche, wer der, die das Glückliche gewinnt. Und schreibt vielleicht auch gerne ein Feedback zum Preview. Sollten wir sowas in Zukunft öfters machen, um noch mehr Content auf meinem Kanal für euch haben zu können? Ich meine, am Ende reiße ich mir den Arsch für euch auf. Und wir sehen uns dann zu einem neuen Video in den nächsten Tagen wieder. Oh, und by the way, guckt euch auch die YouTube-Videos zu den Oppo-Telefonen von Kollegen wie Julian Bam an. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Tschüss!